Oh, Glorias, ein gesegneten Morgen, liebe Geschwister, herzlich willkommen in Jesu Namen. Wie schön, dass wir uns versammeln dürfen, dass wir die Freiheit haben, dass wir den Tag in der Gnade Gottes gehen dürfen. Oh, Gloria, schau mal freundlich zu deinem Nachbar, Halleluja. Wie schön, dass wir die Gnade Gottes haben. All diejenigen, die zugeschaltet sind, der segne dich reichlich in Jesu Namen. Oh, Gloria. 5. Mose, Kapitel 10, Abvers 12. 5. Mose, Kapitel 10, Abvers 12. Und nun Israel, was verlangt der Herr, dein Gott, von dir? Er verlangt von dir nur, dass du ihn achtest, dass du nach seinem Willen lebst, dass du ihn liebst und ihm mit ganzem Herzen und mit aller Kraft dienst. Außerdem sollst du den guten Geboten und Vorschriften des Herrn, die ich dir heute gebe, gehorchen. Der ganze Himmel, die Erde und alles, was auf ihr ist, gehört dem Herrn, deinen Gott. Vater, wir danken dir, Herr, für deine Gnade. Wir danken dir für diesen gesegneten Morgen. Wir danken dir, dass du der Gott bist, Herr, der Neues wirkt im Leben deiner Kinder. Wir verheißen deine Zusagen heute. Komm, Herr, durch deinen Heiligen Geist und führe uns in deiner Kraft. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Und Amen. Der 5. Buch Moses oder Deuteronomium auch genannt, ist das Buch der Bibel, wo Moses in seinen letzten Anweisungen eine Zusammenfassung macht über all das, was Gott dem Volk Israel getan hat. Sie daran erinnert, an all die großen Taten. Sie erinnert an den großen Wundern, die sie erlebt haben. Und ihnen versucht zu ermutigen und daran zu glauben, dass Gottes Liebe ist eine Liebe, die baut auf. Wir Menschen, wir brauchen heute immer wiederum aufgebaut zu werden. So schnell werden wir heruntergezogen, gehen wir in Ängsten, wissen nicht, wie es weitergeht. Aber die Bibel zeigt uns ganz klar, dass wir in Gott geborgen sind, dass Gott uns führt in seiner Kraft. Und er schenkt uns in dieser Gnade. Das Erste, was uns zeigt, dass unser Glauben wird aufgebaut, wenn wir in Gott sind. Unser Glauben ist ja nicht nur eine Religion, ist nicht nur in Bezug auf Ritualen, auf einer Liturgie, sondern es ist ein lebendiger Glauben, der besteht in der Liebe Gottes in einer lebendigen Beziehung. Paulus erklärt das in Römer Kapitel 10, dass dieser Glaube entsteht durch einen Bund, wenn du von Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst. Das, was Jesus am Kreuz auf Golgatha getan hat, dass er für uns gestorben, dass er stellvertretend unsere Sünden auf sich genommen hat, und dass, wenn wir das glauben, dass wir in der Gnade Gottes gehen, dass wir nicht nur errettet werden, sondern dieser Glaube, er baut uns auf. Wir gehen in Kraft, wir gehen in Freude, er schenkt uns seine Zusagen. Und hier im Alten Bund kommt Moses und prophetisch spricht er über das, was Gott durch Jesus Christus tun würde für diejenigen, die ihn lieben. Und er spricht über, und nun Israel, was verlangt der Herr, dein Gott, von dir? Er verlangt ihn, dass du ihn achtest, dass du seinen Willen lebst, dass du ihn liebst und ihm mit ganzem Herzen, mit aller Kraft dienst. Außerdem sollst du den guten Geboten und Vorschriften den Herrn, die ich dir heute gebe, gehorche. Der ganze Himmel, die Erde und alles, was auf uns gehört, dem Herrn, deinen Gott. Deine Vorfahren aber hat der Herr geliebt. Und euch, ihre Nachkommen, hat er aus allen Völkern erwählt. Wie sich heute zeigt, reinigt deshalb eure Herzen und seid nicht mehr so eigensinnig. Wir als Menschen haben eine Eigenschaft, die macht, dass wir eigentlich nur auf unser Interesse, was uns angeht, was uns bezieht, dass wir nur auf das achten. Und Gott kommt und zeigt uns, es ist eine neue Perspektive. Eine neue Perspektive, auch wenn wir in der Liebe Gottes gehen, da haben wir diesen Glauben, der aufbaut, auch im Vertrauen. Im Vertrauen zu Gott, zu wissen, Gott ist der Gott, er ist zuverlässig, er hält all das, was er versprochen hat. Und Moses zeigt, dass sie haben das erlebt. Sie haben ja gesehen, was Gott in der Wüste getan hat. Aber trotzdem haben sie oft vergessen von den Wundern, vergessen das, was Gott tut. Und wir erinnern uns oft nur an die negativen Sachen. An die negativen Sachen unserer Familie, unserer Eltern, unserer Ehepartner. Obwohl wir so viel Gutes, obwohl wir so viel Segen, obwohl wir so viel Ermutigung erlebt haben. Er sagt ab Vers 17, der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr aller Herren. Er ist der große Gott, mächtig und ehrfurchtgebietend, unparteiisch und unbestechlich. Er verhilft Witwen und Waisen zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. So sollt auch ihr die Ausländer lieben, denn ihr wart selbst einmal Ausländer in Ägypten. Gott zeigt uns, dass diese Liebe, die aufbaut, wir bauen auf diejenigen, die weniger privilegiert, die weniger geachtet, die weniger Liebe haben.
Diese Liebe Gottes, sie schenkt uns Geborgenheit. Und wenn wir in der Geborgenheit gehen, wenn wir wissen, dass wir geliebt sind, wenn wir wissen, wie wunderbar Gott uns führt. Ich habe gestern unseren Sohn nach der Freizeit, durften ja eine wunderschöne Freizeit haben, wo auch das Wort gebracht hat, zum Flughafen bringen. Und am Check-in war ein junger Mann und du merktest es ihm an in dieser Herzlichkeit, dass er eine gesunde Familie gehabt hat. Wenn wir von Gott geliebt sind, wenn wir von Gott gewollt sind, dann haben wir in dieser Liebe, die Gott aufbaut, erstens diesen Glauben, zweitens Vertrauen, aber drittens auch die Geborgenheit. Wir wissen, dass wir geliebt sind. Wir wissen, dass Gott uns führt. Wir wissen in der Gnade. Und wir können auch diese Geborgenheit weitergeben. Und er zeigt uns als viertens, dass diese Liebe bringt uns die Nächstenliebe. Wir lieben diejenigen, die nicht so geliebt wurden, die nicht wissen, was das heißt, eine Familie zu haben, die nicht wissen, was das heißt, Geborgenheit, die nicht wissen, was das heißt, ein vertrautes Heim zu haben, wo sie ermutigt werden, wo sie aufgebaut werden. Deswegen brauchen sie Worte der Ermutigung von dir, in deiner Arbeitsstelle, dort, wo du heute hinkommst. Lass nicht zu, dass Ängste, Befangenheit dich da führen. Er sagt in Vers 19, auch ihr sollt die Ausländer lieben, denn ihr wart selbst einmal Ausländer in Ägypten. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, achten, ihm dienen und ihn lieben, schwört bei seinem Namen. Er ist euer Ruhm und euer Gott, der diese großen und einflüssenden Wunder tat. Und ihr selbst habt es miterlebt. Als eure Vorfahren nach Ägypten zogen, waren sie nur 70 Leute. Mittlerweile hat der Herr, euer Gott, euch so zahlreich gemacht wie die Sterne am Himmel. Der Psalmist sagt immer, wenn wir zurückschauen, müssen wir sagen, der Herr hat Großes getan. Und die Errettung, die wir erlebt haben, nur das ist schon das Größte, was der Herr getan hat. Nur, dass unser Name im Buch des Lebens, nur, dass wir den lebendigen Gott kennen und dass wir glauben dürfen, dass unser Glauben nicht nur eine geistige, eine intellektuelle Einträchtigung ist, sondern dass wir im Herzen wissen, dass er lebt, dass wir wissen, dass seine Gnade uns führt. Dieses Geschenk, das wir haben, das uns aufbaut, sollen wir auch dem anderen aufbauen durch Nächstenliebe. Aber diese Liebe baut auch auf und gibt uns Kraft in stürmischen Zeiten. Das Volk Israel hat sehr viele stürmische Zeiten erlebt. Und oft in stürmischen Zeiten, dann merken wir, wie sehr wir noch unsere alte Natur versucht, uns runterzureißen, versucht, uns Angst zu machen. Wir versuchen zurück zum alten Maßstab und sagen, ich wusste sowieso, das würde nicht klappen. Es ist so viel Schwieriges passiert. Ich wusste, mein Sohn ist so, mein Vater ist so, meine Mutter. Nein, dieser Glauben, er baut auf und er weiß, wenn mein Vater so war, ich werde aber nicht so sein. Wenn mein Sohn so ist, aber er wird nicht mehr so sein. Der Glauben macht, dass die Liebe Gottes aktiv wird und dass wir von einer Prämisse rausgehen, Gott wird das führen. Ich weiß nicht wie, aber er wird sie erlösen. Ich weiß nicht, wie er ihn besiegt. Die Bibel zeigt uns, dass das Volk Israel, Gott es herausgezogen hat aus Ägypten in einer unvorstellbaren Kreativität, in einer Kraft und in einer so großen Haltung, dass keiner es vorher geahnt hätte, nicht mal Moses. Gottes Liebe, sie baut uns auf, aber sie baut uns auch auf und schenkt uns Ausdauer in Momenten der Not. Oft sind wir so viele Momente der Not, die wir durchmachen. Und diese Nöte, die wir durchmachen, sie machen uns auf und zwingen uns, dass wir verzichten, sei es finanziell, sei es unsere Freizeit. Und wir müssen etliche Dinge uns unterziehen, damit wir wieder hervorkommen. Und das sind Dinge oft, die uns nicht gefallen. Aber die Bibel zeigt uns, dass diese Momente der Nöte, diese Momente der Angst, diese Momente der Stürme, sind die Momente, wo wir Gottes Gnade erleben, wo wir seine Liebe erleben. Und das sind die Momente, die uns Lebenslehre geben, die wir nie gehabt hätten, wenn es uns immer gut ging. Wenn es uns gut geht, feiern wir Erfolg. Wenn es uns schlecht geht, erleben wir Lebenslektionen. Lektionen, die uns näher zu Gott bringen, wo wir gedemütigt werden, wo wir auf einmal nicht mehr diese ganzen Schar von Freunden haben, aber wo wir merken, was im Leben drauf ankommt, ist das, was Gott in unserem Leben tut. Nicht das, was wir haben, sondern das, was wir sind. Und die Bibel zeigt uns, dass diese Gnade Gottes, wo wir in der Liebe Gottes aufbauen, sie bringt uns die Voraussetzung und Kraft, damit wir seinen Namen verkündigen. Wir sind berufen, diese Liebe weiterzugeben, diese Freude weiterzugeben, Menschen zu ermutigen, ihnen zu sagen, Gott hat einen Plan, gib nicht auf, es wird schon. Anfang manchmal einfach zu, einfach helfen, einfach ein bisschen mit Tat den Menschen ermutigen, einfach zugreifen manchmal, wo du siehst, wo Not ist und nicht zulassen, dass Passivität, dass Gleichgültigkeit in unserem Leben gibt. Geschwister, wir sind die gesegneteste Generation ever. Wir leben in so einem Komfort, in so einem kapitalistischen Vorteil, wie wir es gar nicht ahnen. Und wir haben so viel, was wir übrig haben.
kannst hineinschauen, sei es in deinem Kleiderschrank, sei es in deinen Schuhschrank, sei es in Bezug auf all das, was du schon gesammelt hast, dass so viel, was übrig ist, und wir merken es oft gar nicht, dass der Nachbar ist in Schwierigkeiten, auch in unserem Land. Es sind sehr viele Menschen, die in Ängsten, die in Befangenheit, die nicht wissen, wie sie morgen erleben sollen. Und du bist die Antwort Gottes. Auf diesen Arbeitskollege, der immer nörgelt, auf diesen Nachbar, der immer über den Radau reklamiert, über diesen Hausmeister, der immer wieder um dich anschreit. Du bist die Antwort Gottes für seine Not. Du hast den Namen Jesu und du kannst mit Frieden. Jesus kommt und bringt es in so einer krassen Form. Er sagt, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Reicht die andere Seite hin, wenn jemand euch auf die Backe schlägt. Wir haben die Verheißung Gottes und er sagt, er ist bei uns alle Tage. Im Neuen Testament, der Apostel Paulus, er zeigt immer wiederum, und er schreibt es aus dem Gefängnis gewöhnlich, über die Liebe, die Gnade und die Freude, die Gott uns gibt, wenn wir zulassen, dass seine Liebe uns aufbaut, damit wir anderen Menschen auch aufbauen. Wir sind berufen von Gott, einen Unterschied zu machen, da wo Gott uns hingestellt hat. Oft in ganz verschiedener Weise. Und gewöhnlich wissen wir nicht, was los ist. Auf einmal passiert was in deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, und du sagst, was ist jetzt los? Oft lässt Gott zu, dass Verwirrung kommt, damit du die Worte der Ermutigung hast, damit du ein Wort der Liebe hast, damit du eingreifst und zeigst, sie sind von Gott geliebt, Gott hat einen Plan in ihrem Leben und du hast eine Worte der Zusage, damit wirklich diese Gnade Gottes, die durch seine Liebe uns aufbaut, auch dich gebraucht, andere Menschen aufzubauen, ihnen zu zeigen, Gott kann, Gott will, er wird, er hat eine wunderbare Verheißung und in ihm, Halleluja, sind wir mehr als Überwinder. Amen. Oh Gloria, ja Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir für deine so große Liebe. Herr, dass du uns eins erreicht hast, dass du uns ja rausgezogen hast aus dem Schlamm der Sünde. Heute dürfen wir deine Kinder sein, in dieser Gewissheit gehen, dass unser Name im Buch des Lebens geschrieben steht, Herr. Wir danken dir für die Errettung, wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir, Herr, dass du jeden Einzelnen liebst und dass du, Herr, oh Herr, immer was Neues, was Schönes, was vorbereitet hast für jeden Einzelnen, dass wir lernen möchten, diesen deinem Gehorsam gehen, dass wir lernen, auf deine Stimme zu hören, Herr, dass wir nicht, oh Herr, zu sehr auf unsere Seele hören oder auf unsere eigenen Bedürfnisse oder zu sehr in unsere eigene Kraft gehen, sondern dass wir lernen, in Gemeinschaft mit dir zu gehen, auf deine Stimme zu hören, Herr, wirklich in dieser Fülle des Heiligen Geistes zu gehen. Herr, das ist so schön, Herr, wenn du uns den Frieden gibst, Herr, wenn du uns die Freude gibst, Herr. Herr, hast uns einen neuen Tag geschenkt und wir wissen noch nicht, was alles kommt. Aber Herr, wir bitten, einfach nimm du uns an der Hand und gehe du voran. Lass nicht zu, dass wir irren, lass nicht zu, dass wir wegkommen, dass wir zurückfallen in alten Maßstäben dieser Welt, sondern Herr, dass wir uns leiten lassen von dir. Herr, dass wir in dieser Freude, in der Kraft Gottes gehen können, dass wir auch dürfen einen Unterschied machen, wo du uns hinstellst. Herr, dass es zu sehen ist, dass wir deine Kinder sind, dass wir eine Begegnung mit dir haben. Herr, wir sind nicht mehr so, wie die Welt ist, Herr, sondern Herr, dass du uns, Herr, deinen Frieden, deine Freude schenkst, Herr, und dass wir siegreich sind, siegreich in dir, Herr, und dass wir auch können, Herr, ein Vorbild, ein Segen sein für unsere Mitmenschen. Es ist noch so viel Not auf dieser Welt, Herr, und sie brauchen noch das Wort Gottes, Herr, dass du uns da geistliche Augen schenkst, dass du uns Erkenntnis schenkst und dass wir lernen, in deinem Gehorsam gehen und dass wir ein Licht sein möchten, das da leuchtet für dich. Wir loben und wir preisen dich, Herr. Du bist so ein wunderbarer Gott und wir können dir nur Danke sagen, dass du uns so sehr lieb hast, denn du hast uns zuerst geliebt, Herr. Herr, und wir dürfen lernen, dich auch lieben, vertrauen und mit dir gehen, Herr. So segne jeden Einzelnen und wir legen auch diesen Tag in deine Hände. In Jesu Namen. Amen.